Servus und willkommen zurück, liebe Leute, zu Dark Souls 3. Wir haben ja, ich glaube, in einer Folge, letzte Folge, eine Glut aufgenommen oder gesammelt. Die werden wir jetzt aber benutzen. Denn wir könnten gute Hilfe gebrauchen jetzt mal. Schauen wir mal, ob hier überhaupt Hilfe auf uns wartet oder ob wir alle auf uns allein gestellt sind. Das weiß ich natürlich nicht. Werden wir jetzt genau sehen, vielleicht irgendwann mal. So. Ich müsste eigentlich online sein. Server waren heute Nachmittag kurz nicht online. Nein! Oh, was habe ich getan? Oh, okay. Erst wieder klarkommen hier, weil ich habe ein bisschen sehr oft Final Fantasy gespielt in letzter Zeit. Wieso kann ich nicht beschwören? Das verstehe ich leider nicht, ne? Manchmal ist das echt so, nö, darfst nicht beschwören, vergess es. Warum? Ich verstehe es nicht, warum? Nun ernst? Ist das fucking ernst oder was? Schauen wir mal, ich kann das auch nicht beschwören. Was ist denn hier los, bitte? Das ist echt traurig gerade. Ja, toll. Super. Das hat es ja jetzt auch gebracht, ne? Mal ehrlich. What the fuck? Wir gucken mal, ich kann auch nicht gerade ans Leuchtfeuer gehen, was mich ein bisschen irritiert. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe keine Ahnung warum. Ich meine, wir können mal weitergehen, aber ob das so nutzvoll ist, ist die Frage, weil wir eh nicht weiterkommen gerade im Moment. Deswegen, wir rufen uns erstmal den Aufzug und dann sehen wir weiter. Ich verstehe aber nicht, warum ich, das ist ganz, ganz merkwürdig, ich weiß nicht. Scheint, okay, jetzt kann ich aber mal ans Leuchtfeuer gehen, ist klar, okay. Versuch mal, wieso kann ich die nicht beschwören? Ich verstehe es nicht. Was ist denn hier los, bitte? Mal ernsthaft, warum? Ich verstehe es einfach nicht. Keine Ahnung. Jetzt kann ich wieder nicht hier rangehen. Na, toll. Ach ja, liebe Leute. Benito, können wir dich ausspielen? Was ist das mit, was ist das für ein Problem, bitte? Mal ehrlich. Ist doch echt lächerlich gerade. Sehzeichen, aber kann sie nicht benutzen, ey. Ich kann sie auch nicht, ich kann das Game auch nicht verlassen, natürlich. Natürlich nicht. Ehrlich. Keine Ahnung, was da wieder kaputt ist. Ach ja, dann warten wir einfach mal ein bisschen, ne? Und ich komme immer noch ins Lands vor Leuchtfeuer. Was ist das bitte? Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Problem gerade ist. Heute Nachmittag waren die Server down, also konnte ich auch nicht wirklich aufnehmen. Ja, und jetzt hänge ich hier und ja, toll. Ja, genau. Da war es halt. Da war ja was.
Ist halt echt so eine Sache, hier unten komme ich nicht weiter, drüben komme ich nicht. Ich habe null Ahnung, was ich machen muss, ehrlich. Das Vieh ist kaputt. Das Vieh wacht. Ah, da hinten liegen meine Seelen im Übrigen. Ich verstehe nicht, wo das Problem hier gerade liegt, ganz ehrlich. Ich sehe immer Zeichen, aber die kann ich ja nicht auswählen. Warum auch immer. Ich habe null Ahnung. Ehrlich. Jetzt könnte ich das Bonfire wieder benutzen. Und da ist ein Zeichen, was ich höchstwahrscheinlich wieder nicht... Ja, es ist weg. Es ist weg. Einfach weg. Es ist einfach verschwunden. Ich weiß immer echt nicht warum. Na super. Ich kann nicht wirklich irgendwas machen. Weil ich... mal weiter, wir können mal wieder rüberlaufen, aber viel bringen würde mir nichts. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht weiß, wo es weitergeht. Und ich dachte, mit so ein bisschen Hilfe könnte das vielleicht, naja, egal. Wir gucken mal. Und dann sehen wir ja. Das Vieh hängt da fröhlich vor sich rum. Dieses Vieh, ich kapier's auch nicht. Was ist das für ein Vieh? Warum? Warum kann es... trifft es mich hier nicht? Aber auf der anderen Seite trifft es mich. Das ist so... Ach, ich habe keine Ahnung. Ja, genau. Jetzt habe ich meine Seele zurückgehalten und bin direkt wieder gestorben. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Leute, sorry. I don't know. Ganz einfach. I don't know. Ja, schön, wir wissen, dass wir in der Kathedrale des Abgrunds sind, aber ich komme einfach nicht weiter, das ist das Problem. Die Seelen liegen auch an so einer scheiß Stelle, das ist der Wahnsinn. Und hier, wenn ich da runterfalle, sterbe ich eh nur. Ich habe keine Ahnung. Gucken wir uns nochmal genau um, wenn wir dann an dem Typen da vorbeikommen, der uns ja quasi das Leben gerade zur Hölle macht. Im wahrsten Sinne des Wortes, mal ehrlich. Sorry, wenn ihr gerade so gut wie gar nichts seht, aber das ist halt einfach... Ja, natürlich! Natürlich, komm! Ja, komm, ey! Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Wie? Wie soll ich das denn machen? Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, ehrlich. Ich... Keine Ahnung. Sorry, Leute. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Verkaufst natürlich keine Glut mehr. Ne? Ashen One. Hm. Oh. Ah, have.
Rat suchen brauche ich nicht. Geh weg mit dem Scheiß. Kaufen. Die Hacke brauchen wir auch nicht. Auch nichts machen. Kann ich auch nichts machen. Wieso ist mein Schwert eigentlich nicht hier drin? Oder habe ich jetzt erstmal mein Schwert verkauft? Dein Ernst, Alter. Ist nicht dein Ernst, oder? Pretty, be careful, I don't. Ich... keine Ahnung, was ich machen soll, ganz ehrlich. Was unsere Freunde befreit haben. Oh, I would... Then shall we... Bearer. Then shall we begin? Bearer. All well soon. Bei dir kann ich auch nichts Neues kaufen. Be safe. Mach ich. Hat mir jetzt nichts gebracht eigentlich. War also reine Zeitverschwendung hierher zu kommen. The undead legion of Farron is worn by Wolf's Joyous Bunch, gaining admission to the inside their keep, snuffing out the flames. Even a cursed undead want to believe. I pity this. Was für ein Ding? Gaining admission to the Legion is a matter of inside their keep, snuffing out the flames of three altars opens the door to the wolf. Even a crime. Okay. Gaining EI. Drei Altare leuchten, ja geil, aber was bringt mir das? Ich hab keine Ahnung. Das ist natürlich doof jetzt. Bei dir kann man ja auch nichts kaufen oder verkaufen oder so. Ashen One, to be on gets off, I will show the Ashen One. Ashen One, Ashen. Ja. Toll. Ja. Super. Dein Ernst? Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe null Ahnung, was wir machen müssen, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen. I don't know. Zumindest haben wir ein erstes Lakon von plus 2 jetzt. Yay. Wer hätte das gedacht? Ich verstehe nicht, wie ich noch was ich noch tun muss, damit ich
an dem Typen mal vorbeikomme. Ey, ist das ein verkackter Ernst oder was? Oh, Jesus. Mich einfach mal so dezent geärgert hier gerade. Das ist irre. Ach, ist so auch schon wieder da. Komm mal her, Mann. Komm her. Ja, komm. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Leute. Ich kann nicht mehr mit der Umgebung verschmelzen. Estus-Regeneration. Ich habe keine Ahnung. Ja, schön für dich, dass du da bist. Ich hab dich auch gerne. Nicht. Ist einfach so, als wenn er mich sehen würde, weißt du? Das ist so. Und ich jump da auch noch voll rein, oder was? Leck mich doch fett, ey. Und er trifft mich Das kann nicht sein. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ehrlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Du kannst einfach nichts tun, das ist das Problem. Du kannst einfach nichts tun. Er gibt den Schlag und zieht dir komplett fast die Hälfte des Lebens ab. Das ist so, als wenn, keine Ahnung. Meine Herren, ey. Das ist ja wohl nicht das Geringste. Das ist ja kein Problem hier, das Stückchen. Das Problem wird danach, von da nach da zu rennen. In die eine Ecke kann ich nicht rennen, weil mich ja da irgendwie trifft, wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. Hier trifft er mich komischerweise nicht. Das ist ganz merkwürdig. Und ich kann... So, okay. Erstmal gesaved. Du Arsch. So. Also Quick Save, das wäre jetzt echt genial, Mann. Ich weiß nicht, ob ich da runterkomme, ohne zu sterben, aber ich glaube eher nicht, ne? Oder gibt es hier eine Leiter, wo wir runter können? Das Drecksvieh, das Drecksvieh. Well, who cares? Okay. Hat funktioniert. Schön. Oh Jesus, was bist du? Natürlich bist du ein Ritter. Was auch sonst.
Ich verstehe, er guckt in meine Richtung. Als wenn er mich sehen würde. Als wenn der Drecksack mich sehen würde, weißt du? Es kann sein, dass er mich hört. Ja, natürlich kommt er zurück. Was soll das denn? Mann. Jesus fucking hell. Komm. Hat er mich jetzt gehört oder was? Yep. Yep, yep. Er hat mich scheinbar gehört, wie auch immer er das getan hat. Ich habe keine Ahnung. Ernsthaft. Was, Alter? Oh, komm schon. Was? Das ist halt ernst gerade. Okay. Ist mich ernsthaft so behindert, ey. Ja, 2 Minuten haben wir noch. Okay. Whatever you doing? Ja, natürlich. Hast du jetzt auch noch eine Rüstung angezogen oder was? Ist klar, Alter. Sorry, bye bye. Das ist echt. Hier bekommen wir wieder eine Glut. Aha. Was zur Hölle bist du denn bitte? Oh nein. Ist doch klar, Alter. Er verflucht mich, ne? Das ist echt nicht mehr. Das ist nicht mehr normal, Alter. Was hier gerade abgeht, das ist der Wahnsinn. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Naja, wie auch wie dem auch sei. Ich bin jetzt erstmal, ich habe jetzt erstmal genug. Nein. Der Part ist vorbei, meine Freunde. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part von Dark Souls 3. Ich hoffe, ihr hattet genauso wenig Spaß wie ich an dieser Folge. Ja. Und demnach sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann und bye bye. Euer Nightyzock. Ciao.